Niemand hat es verdient, betrogen zu werden. Und doch passiert es öfter, als es uns lieb ist. Schlussendlich lässt es sich nicht immer vermeiden, denn wer liebt, geht auch immer das Risiko ein, verletzt zu werden. Doch wie eine Studie kürzlich herausfand, gibt es gewisse Eigenschaften, die Personen anfälliger machen, betrogen zu werden. Die US-amerikanische Psychologin McNamara Humphrey von der Ohio State University hat es sich zur Aufgabe gemacht, genau das näher zu untersuchen. Insgesamt 1600 Menschen wurden dafür nach ihrer Erfahrung mit Untreue befragt und nach ihrer Persönlichkeit. Dafür orientierte sich Mahambre an dem Big Five-Modell, sprich wie die Leute zu Offenheit, Gewissenhaftigkeit, Extraversion, Verträglichkeit und Neurotizismus stehen. Erstaunlicherweise kam dabei heraus, dass 19% der Befragten, die schon einmal betrogen wurden, gewisse Ähnlichkeiten aufwiesen. Diese beschrieben sich selbst vergleichsweise als eher unzuverlässig, chaotisch und sorglos. Eine kleinere Untergruppe von verheirateten Menschen gab außerdem an, sehr warmherzig und fürsorglich zu sein. Auch wenn diese Ergebnisse sicherlich für den einen oder anderen spannend sind, trägt niemals der oder die Betrogene die Schuld daran.